So, heute geht es nun darum, aus Ports zu lesen bzw. in Ports zu schreiben und ein wenig zu den Hintergründen zu Ports. Ich gehe direkt mal wieder in unser Projekt und oh, das war nicht so weit. Da sind wir. Und versuche direkt mal in meinen Port etwas reinzuschreiben, so wie wir es in der ersten Folge auch gemacht haben. Ich sage mal P1 ist gleich 0x11 beispielsweise und ich kompiliere die ganze Datei und ich bekomme direkt eine Fehlermeldung und die bedeutet P1 undefined identifier. Das heißt, er weiß nicht, was P1 eigentlich bedeutet. Und das liegt daran, weil wir ihm das auch nicht mitgeteilt haben. Also P1 ist keine Variable, P1 ist ein Port, aber er weiß nicht, was genau ein Port ist, beziehungsweise was er damit machen soll. Und deshalb müssen wir ihm das sagen und das müssen wir nicht für jeden einzelnen Port machen, sondern das können wir über diese Header-Dateien machen, die wir schon im ersten Teil des Kurses kennengelernt haben. Und zwar geht man am besten mal in den Ordner, in den Installationsordner von Keil, den du auch auf deiner Festplatte findest. Und da hast du unter Keil den Ordner C51. Und in dem Ordner C51 gibt es einen Unterordner INC für Include. Und dort hast du dann die unterschiedlichen Hersteller, die wir in der letzten Folge auch gesehen haben, als wir den Controller ausgewählt haben. Und hier finden wir zum Beispiel unseren Hersteller Infineon. Und dort sind für die unterschiedlichen Mikrocontroller diese H-Dateien letztendlich aufgelistet. Ich gehe mal in unsere H-Datei rein. Wir haben einen 515 Mikrocontroller. Das heißt, wir nehmen die REC 515.h. Ich rufe das mal auf. Da haben wir diese Textdatei. Und in dieser Textdatei sehen wir, dass dort die unterschiedlichen Ports P0, P1, P2, P3 und so weiter dort definiert sind. Und zwar als SFR, als Special Function Register. Was das genau bedeutet, wie die Special Function Register aussehen, das werden wir noch in einer der nächsten Folgen sehen. Dort gibt es auf jeden Fall ein Special Function Register für den Port 0. Und da steht als Information, dass der Port 0 die Adresse 0x80 hat. Das heißt, wenn wir in den Port 0 was reinschreiben, dann schreibt der Mikrocontroller in die Adresse 0x80. Port 1, 0x90, Port 2, 0x80 und so weiter. So, diese Datei müssen wir zunächst einmal in unserem Keil-Projekt bekannt machen. Das war die rec51.h. Und ich gehe mal direkt in das Projekt und dort sage ich, wie wir es in dem ersten Teil auch gemacht haben, ein Include und dann die Datei, die rec515.h und ich kompiliere das Ganze mal. Jetzt gibt ja auch keine Warnung mehr. Und was man auch noch sieht, ist, wenn ich das hier mal öffne, dann sieht man, dass man unterhalb dieser C-Datei jetzt auch diese H-Datei findet. Das heißt, ich kann mir die hier mal mit dem Doppelklick auch direkt angucken und sehe auch, okay, er hat jetzt den Port P0 entsprechend definiert. Okay, ich rufe das Ganze mal auf. Lade das Ganze auf den Emulator. Führe das Ganze mal aus. Vorher gucke ich mir nochmal meinen Port an. Das war der Port 0, haben wir gesagt. Und drücke auf Start. Nein, das war der Port 1. Da steht P1. So. Gucke mir den Port 1 an. Und wenn ich auf Start drücke, dann schreibt der hier die 0x11 rein. Hat also da eine 1 reingeschrieben und da eine 1 reingeschrieben. Was wir hier sehen ist, dass die Information, die im Port steht,
letztendlich auch auf den Port-Pin, also auf den physikalischen Port-Pin am Mikrocontroller ausgegeben wird. Wenn ich das hier mal rausnehme, dann nimmt er auch die physikalische Information aus dem Port heraus. Das heißt, ich kann hier so was reinschreiben oder auch in der Software was reinschreiben. Umgekehrt ist das nicht unbedingt. Ich kann hier den Port-Pin elektrisch auf 0 legen und es ändert sich nichts an der Port, an dem Information in dem Port letztendlich. Hier kann ich das nicht auf 0 verändern, weil ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich versucht habe, einen Port-Pin zu ändern, obwohl er als Output-Pin definiert ist. Das heißt, ich kann nur dann hier was ändern und das letztendlich auch auslesen, wenn dort eine 1 geschrieben ist in dem Port und wenn dort eine 0 drin steht, dann kann ich hier nichts ändern. Dann bekomme ich die Fehlermeldung. Warum das so ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Dort werde ich mal zeigen, wie der Port aufgebaut ist physikalisch und warum man in diese Ports Einsen reinschreiben muss, um letztendlich diese Port-Pins auch ändern zu können. Sobald hier eine 0 drin steht, kann ich entsprechend nicht mehr ändern. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge.